So, meine Tipp-Freunde, Peter haut jetzt die zweite Liga raus. Ne? Also jetzt muss ja was passieren. Ne? Wir fangen mal Freitag an. Wie heißt das? Nürnberg? Gibt das, wo liegt das in Nürnberg? Kenne ich nicht mehr, will ich auch nicht mehr kennen. Ja, Heidenheim, das sind ja meine Freunde, Schmidt und Schnatterer zu Nürnberg, muss ich schon sagen. Also, was die sich hier gegenüber Hamburg erlaubt haben, das geht auf keine Kuhhaut und das werde ich den Leuten auch nie vergessen. Und ich sage das immer wieder, der Max Morlock dreht sich in den Grab um, wenn er das hört. Die Punkte an, die verlieren das Spiel. Der Jatta hat originale Papiere, so jetzt ist auch Schluss. Und Nürnberg existiert für mich nicht mehr in der Liga irgendwo. Mir tut der Christian Martinja leid, aber sonst ist alles mir auch scheißegal, was in Nürnberg losgeht. Gegen Heidenheim, ja, ich muss ja sagen, Nürnberg hat ja ein bisschen Glück gehabt, da gegen Osnabrück haben wir eigentlich so gewonnen. Und Heidenheim zu Hause verloren gegen Sandhausen. Das sieht natürlich ganz eine klare Sache aus. Aber ich sage, das gewinnt Heidenheim. Die kommen wieder in die Spur da oben. Das gewinnen sie 1-0 da in Nürnberg. So, dann haben wir Sandhausen. Dann haben wir Sandhausen gegen Darmstadt. Ja, Darmstadt hat für mich enttäuscht. Also, dies ist 0-0 gegangen. Mit zwei Vierereien. Und hinten noch ein Verteidiger. Und mit dem Torwart. Also, Gramozis, da hast du dir mal einen abgebrochen zu Hause. Da wirst du mal die Fans gegen dich haben, das sehe ich so. Ja, und Sandhausen natürlich, die haben Lauf. Der Tiegmann hat einen Lauf mit der Truppe. Hätte ich nie erwartet. Aber ich will eins sagen, das gewinnt Sandhausen hundertprozentig gegen Gramozis an die Truppe. 2-1. Ja gut, dann haben wir Bielefeld gegen Fürth. Ja, muss ich schon sagen. Fürth 1-1 in Hannover. Die erste Halbzeit fand sie klar besser. Da hätten sie 3-0 führen müssen. Fürth hätte ich auch nicht erwartet. Und Bielefeld ist die Mannschaft der Stunde. Nicht? Das muss ich schon sagen. Mit meinem HSV. Nicht? So sehe ich das. Bielefeld hat eine große, mit den Klos da vorne und mit den anderen da, Vogelsammer oder wie der Kerl da heißt. Das sind zwei Granaten Fußballer. So sehe ich das. Und einen guten Trainer haben sie auch. Ein ganz ruhiger Mensch. Der macht gute Arbeit da. Ja, aber Kräuter Fürth 1-1 in Hannover geholt, das muss ich schon sagen. Aber auf der Alm gibt es nichts zu holen für Fürth. Das gewinnt Bielefeld 3-1. Ja, dann haben wir Dresden gegen St. Pippi. Das muss ich schon mal ganz ehrlich sagen. Dresden hat ja auch gewonnen, also das sah recht ordentlich aus. Hätte ich auch nicht erwartet. Und St. Pauli habe ich mir live angeguckt, ne, live nicht hier im Fernsehen angeguckt. Also St. Pauli hat gekämpft bis zum Umfallen, das muss ich schon sagen. Haben natürlich unheimlich Glück gehabt mit dem Pfostenschuss gegen Kiel und hin und her. Und Robin Himmelmann, also mit dem bin ich ja befreundet, da können die HSVer ja schimpfen, wie sie wollen. Mit Robin bin ich befreundet. Robin hat Weltklasse gehalten, das muss ich schon sagen. Das ist der Torwart von St. Pauli, der war Weltklasse. Hat natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber trotzdem, der war Weltklasse. Aber es wird natürlich in Dresden schwer. Die Zuschauer sind ja beide Seiten. Nicht ganz normal. Also da wird auch wieder Theater geben, da mit Polizei und Pferde und hin und her, da mit Pyros und all so ein Hokuspokus. Das kennen die beiden ja schon. Ich hoffe nicht, dass das nicht eskaliert. Dresden, St. Pauli. Also ich sage euch, das gewinnt Dresden 1-0. Habe ich so ein Gefühl. Ja, dann haben wir Wien. Wien gegen Regensburg. Wien führen 3-0 in Bochum. Also wer sich Sonntag noch aus der Hand nehmen lässt, also das kann ich nicht nachvollziehen. Aber das sind natürlich die Aufsteiger. Da muss man natürlich auch ein bisschen Rücksicht nehmen. Die kennen die zweite Liga nicht so richtig. Aber jetzt haben sie Tölis 0 gekriegt hier von Nürnberg. Der wird seinen Weg da machen, nämlich an Tölis. Ne? Du weißt ja, ne? Immer, das geht, Peter guckt nur nach vorne. Ja, und zu Regensburg kann ich nicht viel sagen. Mittelmaß, mehr ist er nicht. Die müssen aufpassen, dass sie nicht ganz unten reinrutschen. Aber sind sie ja schon fast. Also das gewinnt. Wien 2-1. Ich hoffe, dass Tölis das zweite Tor macht. So, und das war das. Ja, dann haben wir noch mal. Ja, gut, dann haben wir noch mal. Warte mal eben, Augenblick, Jungs. Ich habe hier meine Unterlagen noch nicht. Ja, dann haben wir noch mal Hamburg. Hamburg, HSV. Natürlich gegen den kleinen HSV, den sogenannten kleinen HSV Hannover. Also, Theater gibt das ja sowieso nicht. Nicht, da wird auch gegen Gerda nicht gepfiffen, da gehe ich mal von aus, weil die Fans sind ja normal in Hannover. Wir haben auch eine Fanfreundschaft, das als erstes. Also ich muss schon sagen, 60 Minuten bei dem KSC haben wir schon mal sehr ordentlich gespielt. Das sah sehr gut aus, haben die Tore gemacht, wunderschöne Tore. Also ich war begeistert, 60 Minuten. Und die anderen Minuten, die kommen da hinterher, da bin ich voll überzeugt. Wenn wir 90 Minuten Konzernfußball spielen hier in Hamburg,
dann hat das jeder Gegner schwer hier. Da gehe ich mal von aus. Die da und das Trainerteam macht hier hervorragende Arbeit bis jetzt. Also ich bin begeistert. Hoffentlich bleiben die Jungs alle gesund. Und hoffentlich ist das Thema jeder bald mal vorbei. Also der Junge tut mir schon leid, das muss ich schon sagen. Aber wie gesagt, und dann noch ein Wort zu Hannover. Das 1-1 war dürftig gegen Fürth, das muss ich schon sagen. Aber Slomka haben sie ja. Also ich sage ja immer Schlaftablette, aber das hat ein Mann vielleicht nicht verdient. Also ich hatte ja mal den Spruch gesagt, wieso, wer hier beim HSV anfängt. Entweder hat er sein Haus nicht bezahlt oder hat er seinen Kopf. Aber Slomka muss wissen, was er tut. Und Dieter Hecking weiß das auch. Das gewinnen wir 2-1. Das wird kein Selbstläufer. 2-1. Ja, dann haben wir heute sein Kiel gegen Aue. Ja, Aue, das macht ja der Schuster wieder. Der ist ein guter alter Ostler und ein sehr guter Mann. Also muss ich schon sagen, der Schuster passt auch hin wie die Faust auf Auge. Ja, Kiel hat hier auf dem Kiez gut gespielt, da gibt das nichts. Da wären Unentschieden gerechter gewesen, das muss ich schon sagen. Aber wie gesagt, Heimvorteil, Aue, also ich sag mal, dass das Kiel 2-1 gewinnt. Ja, da haben wir Montag noch Stuttgart gegen Bochum. Ja, da haben Bochum haben sich einfach den Tod rausgeworfen. Also, der mit der großen Fresse. Ja, und Stuttgart, da kann man nichts zu sagen. Gute Truppe, die werden auch oben mitkicken. Auch wenn das 0-0 war ja auch dürftig. Aber zu Hause lassen sich das nicht nehmen. Das gewinnt Stuttgart, glaube ich, 2-0. So, Jungs, da vorne die Tipp für die zweite Liga. Erste Liga habe ich gemerkt. Und nun gewinnt man wieder schön. Alles klar. Und dann natürlich nur der HSV. Und dann ein schönes Wochenende. Haut rein, das Tango. Tschüssi, tschüss.